Heute ist es soweit, das finale Unboxing für meine kleine Apple Shopping Tour. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hepis Tech Lab, wo wir uns heute einmal die neue Apple Watch angucken. Beziehungsweise wir machen Folgendes, ich werde das Video dieses Mal ein bisschen anders separieren und gestalten. Und zwar gibt es heute ein Unboxing ganz kurz, oder in diesem Moment ein kleines Unboxing. Wir machen erst einen Vergleich, gucken uns die Uhr ein bisschen an, auch vom, was sich vielleicht vom Design geändert hat. Was, glaube ich, nicht viel ist, im Gegensatz zur Series 4, die ich gerade noch habe, weil das ist die Series 8 hier, oder 8 und 4. Und dann werde ich die Uhr mal eine Woche ungefähr testen, werde gucken, wie ist der Akku-Ding etc. und werde dann entsprechend das Review hinten dran machen. Das heißt, fangen wir mal an und packen das Ganze aus. Wir haben dieses schöne Package hier bekommen, das heißt, wir packen hier einfach mal alles wunderbar aus. Und dann haben wir zwei Sachen drin. Wir haben einmal das Armband mit einer, wie ich finde, sehr schönen Farbe. Ihr könnt raten, welche Farbe das ist. Und wir haben hier entsprechend dann die Uhr drin. Und ich halte das hinten mal zu. Wie man sieht, ist noch original zu, original verschlossen. Das heißt, diesmal habe ich kein Pre-Unboxing gemacht. Dann haben wir hier wunderbar einmal die Uhr. Sehr unspektakulär. Wir haben Design bei Apple. Hier ist ein Charger übrigens drin. Das heißt, für die Uhr ist der Charger aus irgendeinem Grund, den hat Apple nicht weggespart. Der ist noch da. Das heißt, wir haben hier ganz normal diesen Apple Charger, den man mitnehmen kann. Also hat auch vermutlich dann eine USB-C-Schnittstelle am Ende. Genau, der hat auch USB-C. Sieht man hier. Das ist USB-C. Ist total fantastisch. Das heißt, ja, ich kann mir jetzt praktisch zumindest dann mal die normalen Charger, die ich von Apple habe, kann ich alle wegschmeißen und kann mir einfach die USB-C Charger dann mitnehmen. Ist alles gar kein Problem. Also, was soll's. Aber ich habe mich da beim iPhone schon ganz kurz drüber aufgeregt. Sei's, wie es sei. So, dann haben wir hier die Uhr. Das heißt, wir können dann, wir können das rausdrücken. Oh, das ist schön. So, wir drücken das hier raus. Klack. Und dann haben wir hier die Uhr. Sieht genauso aus wie meine jetzige. Also, ja, man merkt jetzt nicht wirklich groß den Unterschied erstmal, wenn die Uhr aus ist, glaube ich. Also sieht relativ ähnlich aus, ist auch hier wieder schwarz. Und dann packen wir noch entsprechend das Armband aus. Und da muss man fairerweise ja dazu sagen, das Armband hat ja wirklich einen, oder die Armbänder bei Apple haben hier wirklich einen Vorteil, weil man sie wirklich sehr, sehr schön dann an die Uhr einfach dran macht. Wir haben einen schönen Beilagenzettel hier noch drin und wir haben dann hier, wenn man das Teil hier rauszieht aus dieser Verpackung, kriegt man entsprechend diese Unboxing-Erfahrung. Und dann hat man hier die Teile für die Uhr. So, dann holen wir das einfach mal hier raus. Also zieht man an, man zieht es einfach so raus, klack. Und dann kann man das entsprechend anmachen. Jetzt muss ich nur gucken, wie das hier gemacht ist. Das kommt nach unten. Also das kurze Teil hier, das kommt nach unten. Das Tolle ist, ihr seht das, glaube ich, besser dann, weil euch die Karte das Licht nicht blendet. Man steckt das dann hier so einfach so wunderbar hier rein und schiebt das so zu. Und dann ist es auch entsprechend fest. Mega gut. So, die Uhr startet schon lustig, also ich bin außerdem auf den Knopf drauf gekommen, das heißt, die Uhr startet schon. Nehmen wir das zweite Teil hier raus. Klar, also es gibt hier noch ein längeres Teil, aber das kurze hier, oder das dürfte das kürzere sein oder schmalere. Das ist LM und das ist MS. Das heißt, ich werde mal das hier versuchen, weil das sollte von der Länge her eigentlich reichen. Weil ich habe zum Glück nicht so eine so einen dicken Arm. Und auch hier, klack. Fupp. Ja. Zack. Und schon ist das Ganze drin. So, dann kommt das Setup der Uhr. Da kann ich mich hier durchscrollen. Das ist ein bisschen schwierig. Nein, ich möchte die Uhr nicht auf Japanisch. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt hier durchscrollen. Weiß nicht, ob man das sieht. Dann habe ich hier entsprechend dann gleich Deutsch. Und dann kann ich da drauf drücken. Klack.
Sprache der Apple Watch auf Deutsch stellen? Da sage ich ja. Dann fragt er mich, ich bin in Deutschland natürlich. Sprache einstellen, klack, das ist der Setup-Prozess. Und ihr müsst gleich mit dem Punkt kommen, dass ich sie koppeln muss. Genau, jetzt sagt er Koppel starten. iPhone in der Nähe der Watch bringen, das heißt, ich halte einfach mein iPhone hier in der Nähe. Und dann kommt hier auch schon Apple Watch, dass ich sie pairen will. Dann drücke ich da drauf. Dann fragt er mich, für was ich die App konfigurieren will. Dann sage ich, für mich selbst konfigurieren. Apple Watch eine Kamera halten, das ist wieder dieses Prozedere hier, das kennt ihr. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein Signal und hier auf der Uhr so ein Symbol. Jetzt halte ich die einfach so entsprechend dann, mal gucken, ob ich das in der Kamera irgendwie halten kann. So drüber. So, und jetzt sagt der Apple Watch ist gekoppelt. So, dann sagt ihr Apple Watch wurde verbunden und hier haben wir dann dieses tolle Thema mit der Uhr. Total, also das muss man wirklich sagen, das ist was, das macht Apple schon gut, finde ich. Dass es alles sehr, sehr einfach und sehr, sehr charmant geht. Und ich habe das gleiche Armband jetzt genommen wie jetzt auf der anderen Seite. So, allgemeine Geschäftsbedingungen, die akzeptieren wir natürlich. Ich habe es natürlich auch ultra gelesen, ist ganz klar. Dann können wir uns die Uhr... Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber es kann sein, dass das hier halt schon ein bisschen auch abgenutzt ist. Beziehungsweise länger benutzt, weil man sieht auch hier auf der alten Uhr, da steht hier auch, scheiße scharf, steht hier auch SM drauf. Das heißt, das gleiche Armband. Und passt eigentlich. Also, ja, sieht jetzt so aus. Man merkt keinen großen Unterschied. Ich habe mir die andere Uhr jetzt trotzdem nochmal anziehen. Einfach nur, damit man beide dann im Vergleich dann auch sehen kann. Sieht man jetzt hier. Das heißt, die Uhr, die eine synchronisiert sich und die andere fragt nach dem PIN. Die habe ich nicht entsperrt. Aber so sehen die dann entsprechend aus. Grundsätzlich ist es jetzt relativ entspannt. Also, was ist denn jetzt relativ neu? Ich habe jetzt die Version 4 hier und die 8 habe ich da. Prinzipiell muss man fairerweise dazu sagen, vom Design her sind sie jetzt relativ gleich eigentlich. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Man sieht jetzt hier, die hier ist die neue, die hat das lilane Armband, die hat das schwarze, ist die alte. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, hier von vorne zumindest, die ist ein ganz kleines bisschen größer jetzt, hat aber natürlich den... Ja, vom Design hier wirklich relativ ähnlich. Auch hier seitlich zum Beispiel. Wir haben dann entsprechend die Taste einfach. Wir haben unseren Knopf oder so einen Rollknopf hier mit dem roten Label. Hier drüben haben wir entsprechend gar nichts. Das heißt, da ist wirklich nichts, außer halt die Lautsprecher, wobei hier nur ein Schlitz ist für Lautsprecher. Hier sind noch zwei. Und dann haben wir entsprechend hier noch auf der Rückseite sieht man schon, da ist der Sensor halt ein bisschen anders. Also hier ist der Sensor deutlich umfangreicher. Der kann natürlich auch mehr mit Blutdruck und Blutdruck kann er, glaube ich, messen noch. Jetzt, oder Blutsauerstoff, so rum. Und eben dann hier auf der 4 halt der normale. Also grundsätzlich ist es jetzt kein Riesenunterschied. Und habe ich mich auch lange gewehrt, die neue Uhr zu kaufen, weil ich immer so war, wozu? Was ist der Feature-Set? Aber... Hintergrund ist ganz einfach, die hier bekommt mein Vater und die nehme ich. Und that's it. Also so viel Unterschied, zumindest vom Aussehen, gibt es jetzt auf den ersten Blick nicht. Das war jetzt erstmal der kleine Unboxing-Teil und jetzt gibt es dann gleich noch das Fazit zur Apple Watch, wenn ich sie mal ein paar Tage getestet habe, auch um zu sehen, wie ist denn die Akkulaufzeit, gerade im Vergleich zu der hier, weil hier muss man sagen, der Akku hält ein Tag, kaum noch ein Tag, also ist schon tatsächlich, man muss ja abends mal ganz kurz laden und am nächsten Tag wieder, dann reicht es auch den ganzen Tag, also es geht vollkommen gut. Jetzt bin ich gespannt, wie hier der Akku einfach hält. Aber das sehen wir dann in meinem finalen Fazit. Ich habe ja gesagt, ich teste die tolle Apple Watch jetzt ein bisschen. Ich habe die jetzt, glaube ich, eine Woche oder so, habe ich die jetzt getestet und wollte mal kurz mein Fazit dazu abgeben. Prinzipiell, ganz ehrlich, man merkt absolut keinen Unterschied. Also ich zumindest nicht. Also klar, die Uhr ist ein bisschen schneller, sie ist ein bisschen flinker, ein bisschen flotter. Im Gegenteil zur Version 4, die ich im Vorfeld hatte. Aber insgesamt ist die Uhr trotzdem genauso gut oder schlecht wie die Apple Watch 4. Sie hat natürlich den Blutsauerstoffmesser noch. Sie hat eben auch den Temperatursensor für die Regel der Frau, was ganz beides coole Features sind. Wobei natürlich auch hier man ganz klar sagen muss,
man braucht es vielleicht nicht unbedingt, also es wäre jetzt kein Nonstop-Kaufgrund in dem Sinne. Für mich tatsächlich die größte Änderung war das Always-On-Display, das kam mit der Apple Watch Series 5. Ich hatte die 4er, das heißt, ich hatte kein Always-On-Display. Das heißt, das ist eine sehr, sehr große Änderung, beziehungsweise eine sehr coole Änderung. Es wundert mich meistens, wenn ich mal auf die Uhr gucke und stelle fest, die ist ja noch an. Dabei ist ja nicht an, sondern nur das Always-On-Display. Also prinzipiell mega gut, mega bequem. Sie sitzt genauso gut wie die alte Uhr. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich eine neue Uhr habe prinzipiell. Es ist einfach das sehr, sehr ähnliche Design. Es ist nicht viel Neues jetzt drumherum. Klar, es kamen über die Jahre immer einzelne Kleinigkeiten mit dazu. Größeres Display, größerer Akku, neue Sensoren etc. Aber im täglichen Betrieb merkt man tatsächlich jetzt keinen so großen Unterschied. Es ist nicht da, wo man sagt, das hat mir immer gefehlt, das habe ich gebraucht. Außer, Klammer auf, das Always-On-Display, Klammer zu. Weil das kann man wirklich sagen, ist eine coole Neuerung, aber dafür reicht doch die Apple Watch Series 5. Ansonsten zum Akku muss ich sagen, der ist tatsächlich im Vergleich zu Series 4 besser, wobei es durchaus sein kann, dass über die Jahre halt der Akku schlechter geworden ist von meiner alten Uhr. Heißt, ich hatte das jetzt, ich glaube, 1,5 Tage war der Rekord. Nach 1,5 Tagen war die Uhr leer. Und da muss ich sagen, das passt vollkommen. Ist auch ein bisschen je nachdem, wie man das Ganze verwendet, wie man das Ganze nutzt, was man mit der Uhr dann auch macht, ob man viel Sporttracking macht, ob man weniger Tracking macht. Aber ansonsten Maximum war 1,5 Tage, was ich geschafft habe. Meistens ist es aber eh so, dass ich in der Früh, wenn ich ins Bad gehe, setze ich die Uhr aufs Ladegerät, komme abends heim, lege sie kurz aufs Ladegerät und benutze dann einfach wieder. Aber ich trage die auch dann, wie gesagt, komplett in der Nacht. Das heißt, dass ich da wirklich auch rund um die Uhr nicht Uhr trage, außer in diese kleinen Stellen, wo eben dann ich sie runter tue zum Laden. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ob es jetzt tatsächlich 650 Euro wert ist für das Upgrade, das war ja auch der ursprüngliche Punkt, ist es eigentlich nicht. Also wenn ihr auf das Always-On-Display steht, wenn das euer Hauptgrund wäre, schaut, ob ihr eine alte Apple Watch Series 5 bekommt oder andere Vorgängermodelle, die 6, die 7, ob ihr die günstiger bekommt. Das heißt, aus meiner Sicht lohnt es sich jetzt nicht, da komplett zu upgraden, wenn man schon eine Apple Watch hat, weil da ist einfach dann der Mehrwert nicht gegeben. Für mich war es einfach nur, ich habe meine alte Uhr meinem Vater gegeben, damit der eben mit Sturzerkennung, Ding und Tralala, das alles hat. Aber ansonsten, und ich habe mir dafür da die neue gekauft, aber ansonsten lohnt sich das in keinster Weise. Wenn ihr ab Version 5 habt mit dem Always-On-Display, lohnt sich der Upgrade-Weg überhaupt nicht. Und ja, das wäre dann so mein kurzes Fazit einfach zu der Uhr. Ist witzig, ist cool, aber es wäre mir persönlich das Geld nicht wert, da zu upgraden. Das gleiche wie die AirPods, sondern wenn ihr AirPods Pro 1 habt, es lohnt sich nicht, die Zweier zu kaufen und dafür mehr Geld auszugeben, außer, was ich damals auch angekündigt habe, ihr braucht wirklich diese Features. Wenn ihr wirklich seid, wenn ihr eine Frau seid und sagt, ihr findet das mega cool, ihr wollt diesen Temperatursensor haben, den kann ich jetzt natürlich nicht testen, wie gut der ist. Das heißt, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Uhr habt, beziehungsweise wie genau der beispielsweise ist, ob das überhaupt sauber funktioniert, keine Ahnung. Das wäre vielleicht ein Kaufgrund. Aber ansonsten sehe ich das tatsächlich nicht. Das ist auch wieder sowas, wenn man Features braucht, klar, aber dann ist es wieder eine individuelle Entscheidung. Aus reinem Daily Usage für mich hätte es sich nicht gelohnt. Ich hätte auch die 4er weiterverwenden können, bis er endgültig den Geist aufgibt oder keine Updates mehr bekommt. Und dann hätte ich mir halt die Uhr gekauft. Aber naja, so ist es eben. Das heißt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restesonntag. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Video. Ich habe was Cooles vor. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe hier wunderbar ein kleines Raspberry-Projekt vor. Das heißt, da werden wir Netzwerkkabel brauchen und einen Raspberry. Aber die habe ich ja zum Glück da. Da werde ich mal gucken, ob wir da was Schönes basteln können. Mal gucken, ob ich das alles vorbereitet kriege bis nächste Woche. Aber das wäre so der nächste Plan. Also wenn euch das interessiert, gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen und ja, schreibt mir gerne euer Feedback rein, was ihr zur Apple Watch Series 8 haltet. Ansonsten lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach unten da mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und jetzt
Wie gesagt, schönen Sonntag noch und bis nächste Woche zum hoffentlich Raspberry Content. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss.